Freunde, hier beim Ranseler Hofbräu. Wisst ihr Bescheid hier? leckeres Bier am Start, Freunde. Bald geht's los. Ich habe heute Besuch gehabt vom Lebensmittelamt, Vorgespräch zur Abnahme halt eben. Ja. Läuft also, geht jetzt in die heiße Phase. Ja. Wie gesagt, die Bauphase ist drin abgeschlossen und jetzt geht es in die behördliche Phase. Ja. Aber dauert noch ein paar Wochen leider. Die sind da nicht ganz so flott. Ja. Also, ihr habt es schon gelesen. Jetzt fängt er hier auch immer mit so einem Whiteboard an, hier, mit so einem Flipchart und sowas. Aber sowas gehört auch zum Bierbrauen. Ja. Ich wollte euch mal zwei ganz wichtige Punkte von mir erklären, beziehungsweise meine Grundsätze. Ja. Es gibt immer so, wie soll ich sagen, so Leitsätze, nach denen man arbeitet. Ja. Das erste, wofür ich immer stehe, ist Lebensfreude. Ja. Lebensfreude in dem Sinn, weil A, finde ich, dass ein leckeres Bier Lebensfreude ist. Ja. Es wird oft an Plätzen konsumiert, wo es auch Lebensfreude, wo Lebensfreude großgeschrieben wird, ja, Gaststätten, Feste, ja, überall oder auch mal, privat, im privaten Bereich, ja, Freunde treffen sich und, gute Gespräche, ja, das alles ist halt Lebensfreude und dafür stehe ich, ja, auch mit meinem Bier, ja, ganz klar, das wird bei mir großgeschrieben, ja. Und dann noch ein ganz wichtiger Aspekt, hört sich immer sehr kitschig an, ich weiß, ja. Liebe zum Produkt, ja, also zum Bier erstens, ja. Also, ja, ich liebe mein Bier, hört sich schön an, aber ich liebe das, was ich tue, ja, das Brauen und das Bier, was ich dann rausgebe an die, ja, an euch, hörst du? Das liebe ich und die Liebe auch zur Qualität, ja, dass ihr dass die Kunden was bekommen, dass ihr was bekommt, was wirklich meiner Auffassung entspricht und dementsprechend auch ein Stückchen Liebe rausgeht. Ja? Qualität, also ich will, dass ihr was Vernünftiges habt, ja? Trinkt, ja? Auch für den Körper, ja? Dass da eben kein Schund rausgeht. Ja? Ich würde niemals was rausgeben, was nicht 100% dem entspricht, was ich selber draußen trinken möchte, ja, und deswegen halt dieser Aspekt auch der Liebe. Klingt kitschig, ich weiß, aber es hat doch ein Stück damit zu tun, ja. Das mal dazu, wie gesagt, das sind so meine Kernbotschaften, die ich auch immer wieder sage, ja. Das ist sehr wichtig, ja, wofür man steht, ja. Lebensfreude, Liebe und natürlich Qualität, könnte ich jetzt auch hin noch dazu viel Spaß, und sowas. Das wollte ich euch mal erzählen, ne? Ganz wichtige Punkte. Und ja, das mit dem Amt habe ich auch erzählt. Und ja, wie gesagt, ja, teilt es, liked es, könnt auch mal einen Kommentar dazu schreiben, was ihr dazu meint, ja, bin ich mal gespannt, vielleicht ein oder andere mal was dazu schreibt, ja, also das ist meine oberste Prämisse, ja, mein Leitsatz eigentlich schon, ja, wenn ein Wort geben würde, wofür mein Bier steht, mein Produkt, das wäre hier Lebensfreude, ja, das ist ganz wichtig, das sind die Momente, die das Leben halt auch prägen, ne? Wo man einfach mit den Gedanken frei ist und einfach mal da sitzt, ein gutes Bier hat, gute Gespräche führt, feiert, froh ist, einfach mal eine gute Zeit hat, ja, das ist wichtig. Also Freunde, wie gesagt, wir sind dran, gutes Bier, Ranseler Hofbräu, euer Olli, bis dann, ciao, ciao.